Juni 1944. Die Alliierten hatten sich lange auf eine Invasion in das von Deutschland gehaltene Europa vorbereitet. Nun waren sie endlich bereit. Sie hatten mehr als 2 Millionen Soldaten versammelt, während die Deutschen nur eine Streitmacht von wenig mehr als einem Drittel aufbringen konnten. Da die Alliierten den Eindruck vermittelt hatten, sie würden im östlichen Teil des Kanals landen, hatten die Deutschen dort ihre stärksten Kräfte aufgestellt. Dies verringerte die deutsche Verteidigungsfähigkeit in der Normandie, wo die Alliierten tatsächlich landen wollten. Der Großteil der alliierten Truppen landete in den folgenden Tagen ohne größere Schwierigkeiten. Sie erreichten ihr zweites Etappenziel durch den Zusammenschluss all ihrer Truppen in der Region. Die Deutschen konzentrierten den überwiegenden Teil ihrer Reserven im östlichen Abschnitt, um den Weg nach Zentralfrankreich zu decken. Der westliche Abschnitt konnte daher nicht ausreichend verstärkt werden. Die Amerikaner brachen durch die deutsche Linie und durchtrennten die Verbindung zu den deutschen Truppen in Cherbourg. Die Einheiten dort zogen sich zurück und versuchten, sich in der Umgebung der Stadt einzugraben. Doch das schnelle Vorstoßen der Amerikaner ließ dafür keine Zeit und sie waren gezwungen zu kapitulieren. So gelang es den Alliierten, Cherbourg zügig zu sichern. Ab dieser Zeit hatten die Deutschen endgültig die Möglichkeit verloren, die Alliierten ins Meer zurückzudrängen. Sie hatten nur ein paar hunderttausend weiterer Soldaten herangeführt, während die Alliierten bereits 1 Million zusätzlicher Soldaten angelandet hatten. Während des nächsten Monats starteten die Alliierten verschiedene Offensiven. Im östlichen Abschnitt schoben die Briten die Deutschen aus Caen und erlangten auch Kontrolle über die Umgebung. Zeitgleich durchquerten die Amerikaner schwieriges Terrain und erreichten für eine Großoffensive besser geeignetes Gelände. Ende Juli hatten die Alliierten eine starke Überlegenheit erreicht und waren bereit, den Ausbruch zu starten. Die starken deutschen Verbände im östlichen Abschnitt hielten dem alliierten Angriff stand, jedoch gelang den Amerikanern im westlichen Abschnitt ein Durchbruch durch die deutsche Linie. Die deutschen Divisionen an der Küste versuchten der Umfassung zu entkommen, jedoch wurden dabei mehrere vernichtet. Die Deutschen hatten als Folge keine Kraft, die Alliierten zu stoppen, und die Amerikaner erreichten bald das offene Land. Die durchbrochene Front und zahlenmäßige Unterlegenheit legte den Deutschen die Entscheidung nahe, ihre Streitkräfte zurückzuziehen. Jedoch entschied man sich für einen Gegenangriff, um die Versorgungsrouten der durchgebrochenen Truppen abzuschneiden. Die Alliierten hatten ursprünglich geplant, sich auf die Eroberung der Häfen in der Bretagne zu konzentrieren. Als sie jedoch erkannten, dass sich die deutschen Hauptstreitkräfte nicht zurückzogen, entschieden sie sich, nach Osten zu drehen, um die deutschen Truppen einzukesseln. Die deutschen Versuche, den alliierten Durchbruch abzuschneiden, schlugen fehl. Jedoch konnten sie den anglo-kanadischen Angriff aus dem Norden eindämmen. Als aber die Amerikaner sich von Süden näherten, hatten die Deutschen keine andere Wahl mehr. Um eine Umschließung zu verhindern, mussten sie sich zurückziehen. Der Rückzug wurde bis zum letzten Moment verzögert, was sie in den folgenden Wochen teuer zu stehen kommen würde. Viele der mobilen Einheiten waren in der Lage, dem Kessel zu entkommen. Der Großteil der Infanterie jedoch wurde abgeschnitten und musste kapitulieren. Die verbliebenen deutschen Einheiten versuchten nun, eine Verteidigungslinie am Fluss Seine zu errichten. Die Alliierten hatten dies vorausgesehen und hatten bereits bei Abschluss der Einkesselung Truppen in Richtung Seine entsandt. Diese überrannten die schwache deutsche Verteidigung und errichteten einen Brückenkopf über den Fluss. Im Ergebnis waren die Deutschen außerstande, auf einfachem Wege den Ostteil des Flusses zu erreichen. Die Alliierten nutzten diesen Umstand und drängten schnell nach Osten vor. Sie konnten Positionen entlang der Seine sichern, bevor die Deutschen relevante Truppenteile entsenden konnten, um sie aufzuhalten. Die deutsche Garnison in Paris blieb isoliert und ergab sich den Alliierten am 25. August 1944. Nachdem die Alliierten die Oberhand in Frankreich gewonnen hatten, steckten sie sich ambitioniertere Ziele. Eines davon war, das Ruhrgebiet zu erobern. Es zu besetzen würde die Möglichkeit der Deutschen, den Krieg fortzusetzen, stark reduzieren. Das andere Ziel war, die Kanalhäfen zu sichern, um die Nachschubsituation zu verbessern. Jedoch waren dazu mehrere menschgemachte und natürliche Hindernisse, die die Deutschen zur Verteidigung nutzen konnten, zu überwinden. Der erste Schritt der Alliierten war ein Angriff Richtung Norden, nach Belgien hinein, was die Distanz zu beiden Zielen reduzieren würde. Das Hauptziel der Deutschen hingegen war es, eine neue Verteidigungslinie im Norden zu errichten und ihre Truppen aus Südfrankreich dahinter verlustfrei zurückzuziehen. Sie stellten die meisten ihrer verfügbaren Reserven so auf, dass der Rückzug aus Süden offen gehalten werden konnte. Im Norden bauten die Deutschen eine neue Verteidigungslinie hinter der Somme, Ain und Marne. Sie versuchten, die Seine so lange wie möglich zu halten, um ihre Truppen dann an die neue Linie zurückzuziehen. Dies konnte jedoch nicht gelingen, da die Deutschen aus Zeitmangel den östlichen Abschnitt des Flusses nicht gedeckt hatten. Die Alliierten überquerten die Seine und stießen schnell nach Norden vor, wo sie auf die neue deutsche Hauptverteidigungslinie stießen. Sie durchbrachen die Linie im mittleren Abschnitt und die Deutschen hatten keine Aussicht darauf, sie aufhalten zu können. Der Rückzug der Deutschen auf eine neue Linie begann zu spät. Die Alliierten waren zu diesem Zeitpunkt schon weit hinter die Linie vorgedrungen. Obwohl die Deutschen nun begannen, sich mit höchster Geschwindigkeit zurückzuziehen, um einer Abschneidung zuvorzukommen, gelang es ihnen nicht, all ihre Streitkräfte zu retten. Die Alliierten schlossen einen Teil der Truppen ein und schalteten diese aus. Der Vormarsch nach Norden wurde fortgesetzt und ein noch größerer Teil der deutschen Streitkräfte an der Nordsee abgeschnitten. Die verbliebenen Deutschen setzten ihren schnellen Rückzug nach Osten fort.
Sie waren in der Lage, sich vor Eintreffen der Alliierten in ihre neuen Verteidigungspositionen in der Siegfriedlinie zurückzuziehen. Da nun Deutschland selber in Gefahr geriet, würden die Deutschen in den folgenden Wochen den Großteil ihrer Reserven an der Front aufstellen. Die Alliierten mussten sich nun entscheiden, entweder den Fokus auf die Eroberung der Kanalhäfen oder auf das Ruhrgebiet zu legen. Sie entschieden sich für die Priorisierung des Ruhrgebiets. Zwei Haupthindernisse trennten die Alliierten von ihrem Ziel, die Siegfriedlinie und der Rhein. Die Alliierten entschieden sich, beide Hindernisse durch eine einzige Operation Richtung Norden, genannt Market Garden, zu überwinden. So würden sie sich nicht mit der Siegfriedlinie befassen müssen und den Rhein mittels eines überraschenden Luftlandeangriffs überqueren. Die Fallschirmspringer würden die zwei Rheinbrücken in Arnheim und Nimwegen erobern. Mit Hilfe weiterer Luftlandungen würden die Landstreitkräfte schnell vorrücken, sich mit ihnen treffen und den Rhein mit voller Stärke überqueren. Die Fallschirmspringer landeten zwar erfolgreich, jedoch waren sie außerstande, die Brücken zu erobern. Mit Hilfe der Landstreitkräfte waren die Alliierten zwar letztlich in der Lage, die Brücke in Nimwegen zu nehmen, jedoch hatten die Deutschen Zeit, Arnheim vollständig zu sichern. Der Weg über den Rhein war nun versperrt und den Alliierten gelang es nur, die überlebenden Fallschirmspringer zu retten. Während der folgenden Wochen erreichte die deutsche Reserve die Front, sodass die Alliierten mehr Truppen brauchen würden, um die deutsche Verteidigung zu überwinden. Um diese aufstellen zu können, war es notwendig, die Kontrolle über die Kanalhäfen zu erlangen und die Nachschublinien auszubauen. Sie waren in der Lage, den Hafen von Antwerpen mit intakten Hafenanlagen zu erobern. Jedoch hatten sie sich im Anschluss auf Market Garden konzentriert und nicht den Zufahrtsweg gesichert, daher konnten sie den Hafen nicht nutzen. Als erstes eroberten die Alliierten Boulogne und Calais, jedoch hatten die Deutschen die Hafenanlagen so stark beschädigt, dass sie gezwungen waren, Antwerpen zu öffnen. Zu dieser Zeit hatten die Deutschen die Zufahrt jedoch bereits stark befestigt. Sie mussten daher einen komplizierten Angriff starten und es dauerte über einen Monat, die deutschen Verteidiger herauszudrängen. Die Minenräumung der Gewässer dauerte weitere Wochen, sodass die alliierten Nachschublinien erst Ende November vollständig etabliert waren. Während dieser Zeit kämpften ihre anderen Truppenteile an der deutschen Grenze. Im September versuchten die Alliierten, die deutsche Linie an drei Stellen zu durchbrechen. Mit der Operation Market Garden sowie Angriffen nördlich und südlich der Ardennen. Im Norden mussten sie die Siegfriedlinie durchbrechen. Sie machten Fortschritte bei der ersten Verteidigungslinie, jedoch wurden sie durch die eintreffende deutsche Notfallverstärkung an der zweiten Linie aufgehalten. Nachdem die Alliierten auf Verstärkung gewartet hatten, schnitten sie Aachen ab und eroberten die Stadt. Im Anschluss bauten sie Vorräte für einen weiteren Angriff auf. Im Süden verlief das Geschehen anders. Die Deutschen hatten früh ihre Verstärkungen in diesem Abschnitt aufgestellt und an der Mosel in Lothringen eine Verteidigungslinie errichtet. Anfang September erreichten die Alliierten das Gebiet, durchbrachen die deutschen Linien und eroberten Nancy. Dann mussten sie für zwei Monate stoppen und ihre Nachschubsituation verbessern. Die alliierten Truppen aus Südfrankreich erreichten zu dieser Zeit den südlichen Abschnitt der Front. Nachdem der Ausbruch aus der Normandie geglückt war, waren am 15. August alliierte Truppen an der französischen Mittelmeerküste gelandet. Zu dieser Zeit hatten die Deutschen bereits die meisten ihrer Einheiten im Süden in die Normandie entsandt und waren daher zu geschwächt, um Widerstand zu leisten. Die Deutschen begannen mit dem Abzug aller Truppen Richtung Norden an die deutsche Grenze. Die Amerikaner versuchten, die Verfolgung aufzunehmen und den Rückzug abzuschneiden. Sie waren jedoch dazu zu schwach und brachten den Deutschen nur geringe Verluste bei. Die französischen Streitkräfte erreichten die Küste und eroberten die großen Häfen. Die Moral der deutschen Garnisonen war schlecht und diese wurden nach nur kurzem Widerstand besiegt. Die Franzosen bereiteten sich darauf vor, sich der Verfolgung der Deutschen an der amerikanischen Westflanke anzuschließen. Die Amerikaner setzten die Verfolgung fort, aber die Deutschen nutzten eine Panzerdivision, um ihren Vormarsch zu verlangsamen und waren so in der Lage, ihren Rückzug erfolgreich fortzusetzen. Bald machten die Deutschen Halt und bezogen Stellung, damit die sich aus Südwestfrankreich zurückziehenden Einheiten aufschließen konnten. Für eine gewisse Zeit konnten sie die Linie halten, waren dann aber gezwungen, den Rückzug fortzusetzen. Zeitgleich vereinten sich die aus Südfrankreich eintreffenden alliierten Streitkräfte mit denen aus der Normandie. Die Deutschen schlossen ihren Rückzug ab, hatten jedoch dabei die Hälfte ihrer Truppen eingebüßt. Sie hatten dennoch genug Soldaten bereitgestellt, um ihren Abschnitt der deutschen Hauptverteidigungsstellung zu bemannen. Anfang November 1944 waren die Alliierten bereit, entlang der gesamten Verteidigungslinie eine Großoffensive auf Deutschland zu starten. Sie planten vor der Offensive, kleinere Angriffe durchzuführen. Ihr Ziel war es, die Verteidigungsstellung an der Siegfriedlinie und am Rhein zu durchbrechen. Dazu planten sie Angriffe im Norden und Süden. Im Süden war die deutsche Position schwächer. Die Alliierten schlossen zunächst Metz ein, durchbrachen danach die deutschen Linien und erreichten den Rhein. Die Deutschen mussten sich im nördlichen Abschnitt bis zur Siegfriedlinie zurückziehen, wo sie die Alliierten stoppen konnten. Im Elsass, dem südlichen Abschnitt, konzentrierten sie die Truppen in einem kleinen Gebiet, um dort erfolgreich alliierte Kräfte zu binden. Zeitgleich wurde der Angriff im Norden gestartet.
Sie waren bereits durch die Siegfriedlinie gestoßen und planten nun bis zum Rhein vorzudringen. Jedoch waren die Deutschen im Norden besser auf einen Angriff vorbereitet. Der Angriff begann Mitte November, verlief jedoch nur schleppend. Die Deutschen sendeten Verstärkungen in diesen Abschnitt und vereitelten jeden Durchbruchsversuch. Bis Mitte Dezember hatten die Alliierten nur begrenzte Fortschritte erzielt. Die Deutschen wussten, wollten sie eine Niederlage vermeiden, mussten sie in die Offensive gehen. Daher entschieden sie, ihre letzten zahlenmäßig sehr begrenzten Streitkräfte zu nutzen, um einen Angriff an der Westfront zu beginnen. Das Unternehmen Wacht am Rhein. Sie waren außerstande, eine überlegene Streitkraft zu versammeln und setzten daher auf das Überraschungsmoment. Die Alliierten griffen im Norden und Süden an. Dazwischen lagen die Ardennen, die von ihnen nur schwach gesichert waren. Die Deutschen beabsichtigten, die Ardennen zu durchqueren, bevor es den Alliierten gelingen würde, Verstärkungen heranzubringen, bis zum Meer vorzudringen und einen großen Teil der alliierten Truppen abzuschneiden. Der deutsche Angriff war geteilt in eine unterstützende Offensive im Süden und der Hauptoffensive im Norden. Nur dem südlichsten Angriff der Hauptoffensive im Norden gelang der Durchbruch. Die Alliierten verschoben Verstärkungen in diesen Bereich und stoppten den Durchbruch. Die Hauptoffensive war gescheitert. Im Süden hingegen durchbrachen die Deutschen die alliierte Linie auf breiter Front. Die Alliierten beauftragten die 101. US-Luftlandedivision, die wichtige Straßenkreuzung von Bastogne zu halten. Die Deutschen umgingen diese Truppen und setzten ihren Vormarsch fort. Jedoch zu langsam, sodass die Alliierten weitere Verstärkungen heranführen konnten. Die Deutschen konzentrierten ihre Truppen in nördlicher Richtung, um weiter vorzurücken. Zeitgleich jedoch eröffneten die Alliierten einen Angriff aus dem Süden und stellten die Verbindung nach Bastogne wieder her. Um die Alliierten von den Ardennen abzulenken, starteten die Deutschen zudem einen Angriff im Süden. In der Folge waren die Alliierten nun mit der Gefahr der Fortsetzung der deutschen Offensive nach Westen und einer Offensive im Süden konfrontiert. Der Angriff durch die Ardennen war gefährlicher für die Alliierten, daher konzentrierten sie ihre Bemühungen auf diesen Teil der Front. Sie starteten einen Zangenangriff gegen den deutschen Frontbogen. Die deutschen Einheiten liefen Gefahr, eingekesselt zu werden und wurden daher in geschütztere Stellungen zurückgezogen. Mit stabilisierter Front in den Ardennen konnten alliierte Truppen nun nach Süden verlagert werden. Dort hatten sie den Deutschen zwar zunächst Raum überlassen, doch mit Eintreffen der Truppen aus den Ardennen konnte der Vormarsch angehalten werden. Um die akute Bedrohung zu beenden, entschieden die Alliierten, den Frontvorsprung um Colmar im Elsass zu zerstören und so künftige deutsche Angriffe aus diesem Gebiet zu unterbinden. Die Deutschen hatten nicht die Kraft, den Vorsprung zu halten und wurden zurück über den Rhein gedrängt. Zu dieser Zeit waren im Osten die Vorbereitungen der Roten Armee abgeschlossen und sie begann eine Großoffensive. Die Rote Armee traf auf nur begrenzten Widerstand und drang schnell vorwärts. Als sie sich Berlin näherte, wurde die Ostfront zur höchsten Priorität für die Deutschen. Sie verlagerten einen Teil ihrer Truppen von der West- zur Ostfront und gingen im Westen zur reinen Verteidigung über. Hierfür zogen sie ihre Einheiten in die Siegfriedlinie zurück. In diesem Moment waren auch die Versorgung und die Aufstellung alliierter Truppen für einen massiven Angriff auf die Westfront abgeschlossen. Sie würden zunächst im Norden das Westufer des Rheins erobern, dann im Süden. Danach würden sie den Rhein an zwei Stellen überschreiten und das für Deutschland kriegswirtschaftlich unentbehrliche Ruhrgebiet erobern. Die Deutschen waren zahlenmäßig weit unterlegen, aber sie beabsichtigten, Rückzüge zu vermeiden und die Stellung um jeden Preis zu halten. Anfang Februar starteten die Alliierten ihren nördlichen Angriff. Im Süden machten die Deutschen sich das unebene Gelände zunutze und konnten den Vorstoß der Alliierten eindämmen. Im mittleren Abschnitt öffneten die Deutschen Dämme und Talsperren an der Eifelruhr, was eine zeitweilige Überflutung erzeugte und die Alliierten an der Überquerung des Flusses hinderte. Mit Ruhe in diesem Abschnitt konnten sie genug Streitkräfte sammeln, um den nördlichen Abschnitt der Alliierten ebenfalls einzudämmen. Als der Wasserpegel der Eifelruhr jedoch wieder fiel, konnten die Alliierten den Fluss überqueren. Unter schweren Verlusten wurden die Deutschen über den Rhein weiter zurückgedrängt und zerstörten hinter sich alle Brücken. Die Alliierten wandten sich daraufhin nach Süden, die deutschen Linien kollabierten und die Hälfte der deutschen Streitkräfte im Abschnitt geriet in Gefangenschaft. Während der Wirren des Kollapses gelang es den Alliierten, eine nicht vollständig zerstörte Brücke bei Remagen zu erobern und einen Brückenkopf über den Rhein zu errichten. Die Alliierten machten sich nun daran, im südlichen Abschnitt das letzte deutsch gehaltene Gebiet westlich des Rheins zu erobern. Der Angriff von Süden konnte von den Deutschen einigermaßen angehalten werden, jedoch brachen die Alliierten im Norden durch. Die Deutschen begannen verspätet mit dem Rückzug und viele ihrer Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Durch die Verwirrung der Deutschen gelang es den Alliierten, den Rhein an mehreren Stellen zu überqueren. Zeitgleich hatten sie ihre Vorbereitung zur Überquerung des Rheins im Norden abgeschlossen. Die Deutschen konnten dies nun nicht mehr unterbinden und die Alliierten setzten sich dauerhaft am anderen Ufer fest. Die deutsche Entscheidung, Rückzüge zu vermeiden, stellte sich als katastrophal heraus. Alleine 300.000 Mann gingen in Gefangenschaft, sodass keine ausreichenden Kräfte mehr vorhanden waren, um die Rheinverteidigung aufrechtzuerhalten. Nun zielten die Alliierten auf die Ausschaltung der deutschen Kriegsindustrie im Ruhrgebiet.
Die Alliierten bewegten sich schnell nach Osten und überdehnten so die deutsche Verteidigung. Um die deutschen Truppen einzukesseln, drehten sie dann nach Norden. Simultan brachen sie aus dem nördlichen Brückenkopf aus. Nach nur kurzer Zeit vereinigten sich die beiden alliierten Vorstöße und schlossen die deutschen Truppen im Ruhrgebiet ein. Der Großteil der deutschen Truppen war nun im Ruhrkessel gefangen, sodass der Weg in die restlichen Teile Deutschlands frei war. Die Alliierten stießen ohne große Gegenwehr nach Osten vor und eroberten schnell weite Teile des Landes. Die Deutschen verfügten noch über erhebliche Streitkräfte um Berlin. Ein Teil davon wurde nach Westen entsandt, um den alliierten Vorstoß zu verlangsamen. Es waren jedoch zu wenige. Sie wurden eingekesselt und vernichtet. An der Elbe richteten die Alliierten eine Verteidigungslinie. Die Deutschen versuchten unterdessen den sowjetischen Angriff auf Berlin abzuwehren, während der Widerstand an der gesamten Westfront zusammenbrach. An anderen Fronten verfügten die Deutschen immer noch über starke Truppen und die Alliierten befürchteten, diese würden sich für ein letztes, langes und kostspieliges Gefecht in die Alpen zurückziehen. Sie wandten sich daher nach Süden, um die Alpen zu erreichen, bevor die Deutschen dort eine starke Verteidigungsstellung beziehen könnten. Tatsächlich hatten die Deutschen nie den Plan, in den Bergen bis zum Tod zu kämpfen. Nach dem Fall Berlins und Hitlers Tod kapitulierte die neue deutsche Regierung bedingungslos Anfang Mai 1945. Nun, wo der Krieg zu Ende ist, möchte Eastery den Offizieren und Soldaten der E-Kompanie dafür danken, dass sie ihn während der gesamten Kampagne von den Stränden der Normandie bis zum Alpenvorland unterstützt haben. Wenn ihr weitere großartige Inhalte sehen wollt, dann besucht den Kanal Eastery und schaut dort und auf Map2Brain hochinteressante Videos. Vielen Dank und bis bald.